Einmal die Stange nehmen. Mein letzter Strohhalm. Jetzt kann es ja nur noch bergauf gehen. Fantastisch. Oh, mein Kreuz. Alter Mann, hin oder her. Es steckt doch noch Leben in diesen alten Knochen. Ihr werdet schon sehen. Das kann man nicht mitnehmen. Nur Lissa war dagegen. Sie meinte, es war schon schwer genug, den Männern beizubringen, den Sitz danach wieder runterzuklappen. Verzeihung. Zum Glück habe ich eine starke Blase. Die Spülung könnte mich verraten. Mein Rücken würde es mir danken. Aber je früher ich hier raus bin, desto besser. Ventilator. Der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Ich kann da unten einen... Gott sei Dank. Okay. Da braucht es schon mehr als verhornte Wurst. Wir müssen irgendwo Schraubenzieher kriegen. Oder was ähnliches. Spitzbergener Luft. Das war mal Barnis Magu. Ah ja, Achtung, leicht entflammbar. Bei feuerschwarzen Rauch unter keinen Umständen einatmen. Lebensgefahr. Ah ja. Ein Metallkamm. Fußnagelknipser. So, fehlt nur noch der passende Plan. Vielleicht können wir ja irgendwie mit dem Knipser Schraube bekommen. Ha, Unfug. Quark. Kokolores. Ha, da. Schwachsinn. Ich kann da unten einen... Gott sei Dank. Stechend und salzig nach dem größten Labor der Welt benannt. Herrlich. Mein Bart bleibt. Besser nicht. Ich will nichts kaputt machen. Aha. Er ist etwas morsch in der Mitte, aber sonst in gutem Zustand. Okay. Sinnlos. Selbst mit Kleber würde er nicht mehr halten. Die zweite Hälfte. Die zweite Hälfte. Ha! Müll. Ja. Das haben wir noch nicht ausprobiert. Diese junge Aktivistin und ihr Freund sind das Problem. Nicht meine Fingernägel. Ein Brecheisen und ein Sch... Aber man kann sich sein Werkzeug nicht immer aussuchen. Pille-Palle. Lass mich raten. Die Tür ist zu. Die ist zu. Tja. Sie haben sie abgeschlossen. Es war wohl zu erwarten, dass die Fesseln nicht lange halten würden. Mit bloßen Händen. Ich kann nichts hören. Der Rotor ist zu laut. Also ich höre den Rotor nicht. Vielleicht können wir... So ein Blech. Heckmeck. Pah! Das führt doch zu nichts. Sinnlos. Okay. Das Waschbecken haben wir noch nicht benutzt. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Ja.
Diese junge Aktivistin. Und wie geht es dann weiter? Schmarrn. Pillepalle. Narretei. Blanker und Nonsens. Ja. Schrott. Müll. Quark. Puh. Und wie geht es dann weiter? Firlefanz. Also. Quacksalberei. Das ist doch Humbug. Also. Einmal duschen. Klar. Wir müssen bestimmt irgendwas mit dem Fenster machen. Oha, warte. Ich kann da unten einen Fjord, Gott sei Dank. Rausschauen. Ich habe rausschrauben verstanden. Fuppes. Mumpitz. Da sind aber viele Wörter für Schwachsinn. Blödsinn. Ha, das. Der einzige Weg, die beiden wieder zusammenzubekommen, ist so. Okay. Dann kam Kreuz. Ramsch. Ha. Ha. Schrott. Ha. Nonsens. Ramsch. Das ist doch Humbug. Okay. Das war mal ein Kammkreuz und ein Fußnagelknipser. Ah, vielleicht können wir damit. Was für ein blödsinniger Plan. Aber er funktioniert. Aha. Die Schrauben haben es oben gehalten. Okay, jetzt haben wir ein Kabel. Ich muss aufpassen, dass ich nicht genauso destruktiv werde wie diese Aktivisten. Ja, ein Kuhfuß. So, und jetzt raus hier. Okay. Wir schließen die Tür mal lieber. Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Moment mal. Was ist denn das? Da hat sich irgendein komisches Plastiknetz in den Kopfhörern verfangen. Ich nehme es mal mit. Aha. Ein Plastiknetz. Das überlasse ich den Leuten, die von dieser Art von Literatur etwas verstehen. Dr. Angus zum Beispiel. Die meisten kenne ich schon. Das ist nicht mein Metier. Dieses Kabel hier. Ich räume die Bücher mal beiseite. Ein Kabel. Für was auch immer. Ein Kabel. Damit hätte ich an, als ich noch Platz hatte in meinem Kopf. Ja. Klopfen wir mal beim Piloten an. Das ist dieser Rowdy mit dem Holzscheit. Solche Freunde hätte ich hier gar nicht zugetraut. Hallo, Sie. Ich bin frei. Wie ich es mir... Er mag ein brutaler Schläger sein, aber er hat auch seine guten Seiten. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass wir nicht abstürzen. Okay. Oh, einen Raum weiter kann ich eine Funkstation erkennen. Wenn diese Fee hier nicht wäre, könnte ich versuchen, um Hilfe zu rufen. Das ist ja fantastisch. Ein blauer Hase. Endlich ein vernünftiges Gesicht.
Sehr schön, in einem Deadlick geben. Ich komme nicht Ja, rein, jetzt solange. anspielen. Ist ja fantastisch. Ich komme nicht. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Okay, und wie spielt das vor? Ich gehe ihr besser. Allzu gut scheint die WG ja nicht zu funktionieren. Schlägt man zu leicht, ruft sie um Hilfe. Schlägt man zu fest? Egal, was sie getan hat, ich verletze hier niemanden. Nach allem, was ich von ihr weiß, könnte das Ding in ihrer Hand gleich explodieren. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Das letzte Mal, als ich dieser Dame die Meinung geigen wollte, hat man mich mit einem Holzscheit niedergeschlagen. Ich werde langsam zu alt, um meine Fehler zu wiederholen. Okay. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden, was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Aha, müssen Sie jetzt ankriegen. Es führt in die Wand und hinter das Bücherregal nebenan. Aha. Schwedische. Das Kabel Kabel. verbindet das Cockpit mit der Sp Was auch immer das sein soll, es ist mit dem Cockpit verbunden. Ich lasse sie lieber drin. Was willst du eigentlich, ha? Ich hab die Schnauze voll bis Uranus, ständig nach deiner Nase zu tanzen. Ja, du hast richtig gehört. Und jetzt halt die Klappe. Du dumme Puter. Aha. Das letzte Mal. Ich werde lang. Okay. Hallo, Sie. Wie ich es mir. Nö, wie soll denn das mit uns klappen, wenn du immer wieder so einen Mist baust? Ständig enttäuschst du mich, das ist doch keine Beziehung. Ja, wir müssen nur das hinkriegen, dass sie das durch die Sprechanlage spricht und sie das hört. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü? Sie würde mich doch sofort. Soll ich nicht lieber? Sie würde mich doch sofort. Diktiergerät. Die Anlage, was können und. Aha, ich kann das Diktiergerät nutzen. Nun gut, wir sind auf Aufnahme. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken, Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Reizend. Die Nachwelt wird sich freuen. Okay, eine schöne Nacht für Sie. Ach, vielleicht können wir das mit der im Regal mit dem Kabel verbinden. Wenn es doch nur so einfach wäre. Das Kabel hat kein In für den Walkman und der Walkman hat kein Out für das Kabel. So ohne weiteres wird das nichts. Wäre ja auch zu schön gewesen. So viel Action hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Das Ding hat keinen Anschluss, nur einen normalen für Kopfhörer. Okay. So ein Blech.
Das führt doch zu nichts. Dieses Netzding. So ein Hackmeck. Das muss doch irgendwie. Wir haben doch schon mal mit so einem Netz was gemacht. Dieses Ding ist aus irgendeinem synthetischen Material. Fühlt sich eklig an. Tja. Das führt doch zu nichts. Bist du dir so sicher? Tja. Oh, die Seiten waren gar nicht lose. Sah nur so aus. Ein paar Blätter, hm? Sieht ja auch nicht weiter. Es sei noch mehr Aftershave und die Seiten lösen sich komplett auf. Vielleicht können wir die irgendwie hier. Da drin hatten wir. Mal sehen. Ein Ventilator. Müsste halten. Was haben wir gemacht? Was hilft das? Auf der Leitung wird so schnell nicht mehr gesendet. Jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Ja. Vielleicht können wir das Kabel benutzen. Oh je. Hoffentlich geht das gut. Zum Glück zieht der Qualm sofort nach draußen. Okay, kommen wir jetzt lang. Genau das ist der Papa, solange ich nicht. Aha. So, die Verbindung steht. Das Kabel ist jetzt kaputt. Auf der Leitung wird jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Das ist jetzt blöd. Vielleicht doch ganz lassen sollen. Lieber nicht. Früher bin ich weg, dann nur noch einmal im Monat. Okay. Wie können wir denn jetzt das... Ist vielleicht doch das Kabel mit dem. Das Ding hat keinen Anschluss für offenliegende Kabel, nur einen normalen für Kopfhörer. Ja. Diese neumodischen Stöpsel wird schon keiner vermissen. Okay, und jetzt? Das könnte tatsächlich funktionieren. Als ob. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Ursula? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden.
Was fällt dir ein? Du kennst mich doch kaum. Ich mache so viel und ich kümmere mich um alles. Und du guckst immer nur zu. Was machst du hier? Ich hab doch gar nichts gesagt. Du bist wie ein kleines Kind. Entschuldige dich gefälligst. Entschuldigung? Wofür? Für das, was ich gesagt habe. Und was hast du gesagt? Nicht? Na, da habe ich ja was angerichtet. Ein ausrangierter Wissenschaftler gegen Bonnie und Clyde. Na, das kann ja heiter werden. Ich verstehe vielleicht nicht viel von euch und eurer Zeit, aber das habe ich nicht verdient. Also hör auf, von dem Thema abzulenken und sag mir, was das sollte. Hey, die Tür! Was? Oh, Bent? Ja. Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Bent, lass mich raus! Ich zweifle nicht daran, dass sie ein nobles Ziel verfolgen. Aber der Zweck heiligt nun einmal nicht die Mittel. Es tut mir leid, Bent. Ich wollte keine Gewalt. Das war Oggis Idee. Aber leider wärst du ohne ihn jetzt nicht hier. Und es hängt viel davon ab, dass du jetzt hier bist. Ich habe genug von ihren Lügengeschichten. Bent, Milliarden werden sterben. Nur du kannst etwas daran ändern. Unfug. Ein einzelner Mensch soll für die Zukunft der ganzen Menschheit verantwortlich sein? Jeder Einzelne und du besonders. Bitte. Lass mich dir zu Ende erzählen. Der Rest spielt auch nicht mehr in der Zukunft, sondern hier in Norwegen. Vielleicht fällt es dir da leichter, mir zu glauben. Ich würde ja gerne daran glauben, dass meine Alge eines Tages die Welt antreibt. Aber in ihre Hände werde ich sie garantiert nicht mehr geben. Sie haben mein Vertrauen verspielt. Aber was soll dann mit ihr geschehen? Ich bin die Einzige, die noch an deine Arbeit glaubt. Nicht einmal du tust es noch. Es reicht. Der Spaß hat ein Ende. Faye, pass mal auf, ich helfe dir. Warte. 1, 2, 3. Und ja. Oh, wir hätten das wie erwachsene Menschen klären können. Ich werde ihn niemals... gewusst. Oh. Ich sag's dir, der alte Zyniker, der macht's nicht mehr lang. Er hat recht. Der alte Zyniker macht's nicht mehr lang. Zeit für Plan B. Okay. Wie was? Was soll ich tun? Sie versperrt. Tür. Sie versperrt. Kufluss zwischen Tür und. Gute Idee! Das habe ich doch als erstes versucht. So, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wie kann man nur so stur sein? Wie bitte? Wie kannst du deine Verantwortung nur so mit Füßen treten? Hören Sie mal zu. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Welt, die Sie beschreiben, niemals möglich wird. Ich war so sehr von der Zukunft besessen, dass ich sogar meine Familie dafür geopfert habe. Und dann, auf einmal, eines Tages, steht diese Frau vor meiner Tür und hält mir vor, ich würde meine Verantwortung mit Füßen treten. Das wusste ich nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Gott, und da ich sie hier nicht bekomme, werde ich nun die Behörden alarmieren. Es tut mir leid. Ja, mir auch. So. Nehmen wir noch den Harvey mit. Hat man dich auch wegen deiner Forschung entführt? Diese Verrückten. Der Harvey. Fantastisch. Endlich ein vernünftiges Gesicht. Prinz East End. Er soll gefälligst seinen eigenen Ausbruch planen. Ich habe schon alle Hände voll zu tun mit meinem. Das tut er. Das tut er, mein Lieber. Nein, das geht so nicht. Nicht für mich jedenfalls. Gute Anspielung. Zu seinen eigenen Ausbruch planen. Kaffeemaschine. Verdammt, sie ist zu schwer. Das muss warten, bis ich hier raus. Früher habe ich das nach meinem Zusammenhang und nach meiner. Noch mehr von diesen Zetteln. Der Helikopter ist voll davon. Hier steht. Frage an IOEC. Ist Emilio Indes ein Gauner? Frage an Demonstranten. Hilft er nicht der dritten Welt? Darunter Kapitel 1. Showdown in Oslo. Faye versus Indus Industries. Clash. Ich muss es nicht verstehen, oder? Ja.
Hallo? Mayday, Mayday. Ich werde entführt. Ist da jemand? Hallo? Ich kann dich hören. Wer ist denn da? Mein Name ist Ben Svensson. Ich werde von Verrückten festgehalten. Svensson? Ja, ich bin an Bord eines Helikopters. Keine Ahnung, was die vorhaben. Sie kamen einfach in mein Haus, haben mir irgendwelche Märchen erzählt. Und dann haben sie mich ausgenockt. Ich werde entführt, verdammt. Hören Sie! Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch da. Schalt den Monitor ein. Was? Siehst du das, Svensson? Siehst du das? Es sind keine Lügengeschichten. Es ist alles real. Nein. Sieh es dir gut an, Ben. Das hier ist eure Zukunft. Nein, ihr Heuchler, Schwindler, verfluchte Bande, ich werde euch... Zeitmaschine. Ja, so habe ich auch geguckt. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich dir die Geschichte zu Ende erzähle. Oh, lass mich bitte anfangen. Nichts für ungut, aber deine Version klingt immer so trocken. Ich darf mich vorstellen? Mein Name ist Leif Orgasund. Aber meine Freunde nennen mich Orgi. Ich bin freischaffender Journalist. Ich arbeitete an meiner Vor-Ort-Reportage über die Demonstration vor der Zentrale der Energieaufsichtsbehörde. Ich saß gleich dort vorne am Schnittplatz, als es passierte. Hm? Ist da jemand? Wir sind da. Kapitel 4. Die Konferenz. Okay, mal ein kürzeres Kapitel, das Kapitel 3. Sie hat es tatsächlich geschafft. Funker Fay hat den Phoenix-Plan sabotiert. Boah, ist mir schlecht. Reiß dich zusammen. Was? Was machen die Menschen da? Sag du es mir. Du bist doch die Spezialistin. Sieht so aus, als ob sie auch wegen der Konferenz hier sind. Sie werden nichts erreichen, wenn sie nur rumstehen und ihre Plakate schwenken. Deswegen sind wir doch erst in diese Zeit zurückgesprungen. Weil die Menschen nur geredet und nicht gehandelt haben. Das ist nicht fair, Salvador. Sie wissen nicht, was wir wissen. Dass ihnen nur noch eine Woche bleibt bis zu dem Unfall im Indes-Kraftwerk. Und was die Folgen sein werden. Wenn ich es nur irgendwie schaffen könnte, auf die Konferenz zu kommen. Und sie überzeugen könnte, das Kraftwerk abzuschalten. Glaubst du wirklich, dass sie dir überhaupt zuhören werden? Ich weiß. Wahrscheinlich nicht. Ich hoffe es. Dann hoffe ich, dass du mit Druck umgehen kannst. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Oh je. Okay.